Hennes, guten Morgen. Guten Morgen. Es ist Samstag und wir fragen uns, warum stehen hier so viele Varian Holzkisten um uns herum? Also heute ist für das Universitätsklinikum Mannheim ein besonderer Tag. Deswegen Samstag, deswegen so viele Leute, weil wir bekommen heute die Lieferung eines nagelneuen Strahlentherapiegerätes, was durchaus auch als Weltneuheit bezeichnet werden kann. Insofern sind natürlich alle ein bisschen aufgeregt, freudig erregt und wir sind sehr gespannt, wie sich jetzt das technische Einbringen des Geräts in die Gebäude der Strahlentherapie anlässt, aber wir sind guter Dinge. Sagen Sie, dieses Großgerät, was bedeutet das genau für die UMM und die Patientinnen und Patienten? Im Rahmen der Verbesserung der Patiententherapie geht es immer mehr um die personalisierte Therapie. Das heißt, die möglichst genaue Einstellung der Therapie für den jeweiligen individuellen Patient. Und dieses Gerät ermöglicht unter der Bestrahlung die Bildgebung, sodass man die Bestrahlungsenergie zur Bekämpfung des Tumors im Körper individuell anpassen kann an die jeweilige Situation. Und das ist eine wirklich sehr erfreuliche Neuheit. Wie lange warten Sie schon auf dieses Großgerät? Was müssen wir uns vorstellen? Wann haben Sie Anträge stellen müssen? Wie ist dieses Prozedere? Wie viel Zeit kostet das? Also der Vorlauf dauert in der Regel mindestens ein Jahr, manchmal auch länger. Weil dann natürlich auch noch, sagen wir, die Produktion läuft ja erst los, wenn der Auftrag für die Firma da ist. In dem Fall war es sehr schnell, weil wir unbedingt diese neue Behandlungsmethode haben wollten und wir auch eine Entwicklungspartnerschaft mit der herstellenden Firma haben. Wem möchten Sie heute besonders danken, dass der Linearbeschleuniger die UMM erreichen durfte? Ganz grundsätzlich hätten wir uns diese Investition ohne großzügige Unterstützung der Hector-Stiftung nicht leisten können. Insofern sind wir sehr dankbar, dass diese Investition im Zusammenhang mit der DKFZ Hector-Krebs-Stiftung und des DKFZ Hector-Krebs-Instituts in Mannheim etabliert werden kann. Also der Stiftung danken wir sehr, aber ich danke auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in die Planung, Umsetzung, Vorbereitung der Räumlichkeiten, technische Installationen beteiligt waren. Ohne die geht es natürlich auch nicht. Und das war sehr viel Arbeit in kürzester Zeit, sodass wir heute wirklich einen schönen Tag haben und das Gerät tatsächlich geliefert wird.